Hallo Abut hier von 40pixel. In diesem kurzen Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man Bilder für das Web abspeichert. Ganz oft sehe ich es nämlich, dass die Bilder einfach so hochgeladen werden und das führt natürlich dazu, dass die Dateien echt groß sind und gerade für Smartphone-User ist das nicht erfreulich, wenn man so riesige Dateien herunterladen muss. Hier haben wir dann schon mal ein Bild in Photoshop geöffnet und um das ordentlich abzuspeichern für unsere Webseite gehen wir auf Datei, Exportieren und für Web speichern. Falls ihr dann nicht diese zweifache Ansicht seht, dann müsst ihr hier oben einmal auf Zweifach klicken. Dann habt ihr auf der linken Seite einmal das Originalbild mit der Dateigröße darunter. Hier sind das gerade 14,7 MB. Und auf der rechten Seite dann das Dateiformat, was ihr ausgegeben bekommt, nachdem ihr die Datei exportiert. Hier ist es gerade noch JPEG eingestellt und das sind 915 Kilobyte. Und hier oben rechts kann man dann auch das Dateiformat auswählen. Für uns ist JPEG hier genau richtig. Es gibt auch noch andere Dateiformate wie GIF, das kennt man als Bannerwerbung oder kleine animierte Dateien. Diese haben keine große Farbauswahl und werden auch recht groß. Dann gibt es noch PNG-Dateien, das benötigt man, wenn man zum Beispiel einen transparenten Hintergrund braucht. Und die Dateien werden hier natürlich auch größer im Vergleich zu JPEG-Dateien. Und dann haben wir noch das WBMP-Format, das ist Wireless Bitmap. Und das hat leider nur schwarze und weiße Pixel und ist darauf ausgelegt, für Mobilgeräte Bilder zu optimieren. Können wir in dem Fall aber nicht gebrauchen, weil wir eben keine schwarz-weiß Bilder benötigen. Also gehen wir wieder zurück auf JPEG. Hier können wir dann die Qualität auswählen. Je nachdem, was wir nehmen, verändert sich dann hier die Qualität bei dem Regler hier rechts. Die ist bei maximal jetzt auf 100 gesprungen. Uns reicht hier 60, weil man hier keinen wirklichen Unterschied sieht, wenn man den Regler auf 60 runterschiebt. Das Bild ist immer noch super zu erkennen und hat keinen großen Qualitätsverlust. Wenn man hier dann auf progressiv geht, bedeutet das, dass das Bild zum Beispiel bei einer schlechten Internetverbindung in mehreren Durchgängen runtergeladen wird. Und das kann ganz hilfreich sein, wenn man als Smartphone-User kein schnelles Internet hat. Dann kann man hier noch auswählen, ob man das Farbprofil einbetten möchte. Das ist hilfreich, wenn man sicherstellen will, dass die Farben in einer anderen Anwendung auch möglichst identisch dargestellt werden. Brauchen wir hier also jetzt auch nicht, da wir es nur einmalig auf unserer Webseite abbilden möchten. Und den Haken sollte man hier aber bei in sRGB konvertieren setzen, da viele Webanwendungen mit sRGB-Farben arbeiten und dann dadurch die Farben auch richtig dargestellt werden. Und hier unten bei Metadateien brauchen wir keine, setzen das also auf ohne. Und hier ist es unten noch wichtig, die richtigen Maße auszuwählen, denn derzeit sind wir hier bei insgesamt 915 Kilobyte. Und wenn wir hier einfach mal runtergehen auf 1000 zum Beispiel, sehen wir auch, dass sich dann die Dateigröße sehr schnell reduziert. Hier muss man jetzt natürlich wissen, in welcher Auflösung man das Bild braucht, also in welcher Breite und in welcher Höhe. Hier ist mein Tipp, dass man einfach mal, wenn man jetzt ein Bild austauschen möchte, auf die Webseite geht. Ich möchte in diesem Fall dieses Bild hier austauschen. Mache einen Rechtsklick darauf, gehe auf Untersuchen und dann öffnet sich hier die Entwicklerkonsole von Google Chrome. Gehe dann hier mit dem Mauszeiger auf den Link des Bildes und sehe, dass das kleine Bild die Maße 290x181 hat. Das eigentliche Bild aber 1920x1195 Pixel, also deutlich größer ist und herunterskaliert wird. So groß muss das gar nicht sein. Deswegen können wir uns an den Maßen 290x181 orientieren und davon einfach das Doppelte nehmen. Das Doppelte deshalb, weil wir dann dadurch eine Retina-Auflösung kriegen und es dann schon richtig scharf gestochen ist und alles darüber eigentlich nur unnötig wäre und das Bild bzw. die Bilddatei größer machen würde. Hier würden wir dann jetzt also 290 mal 2 nehmen, wären dann also bei 580 und das würden wir dann hier auch so eintragen für die Breite. Die Höhe wird dann natürlich proportional mit eingetragen und mehr müssen wir dann hier auch nicht machen. Wir sehen dann hier, dass wir nur noch 87 Kilobyte groß sind mit der Datei und können dann das Bild so abspeichern. Hier beim Dateinamen noch darauf achten, dass keine Sonderzeichen oder Umlaute enthalten sind. Deswegen ändern wir das hier einmal in OE um und können das Bild abspeichern.
Und anschließend kann man noch mit Tiny PNG das Bild komprimieren. Dafür muss man das Bild einfach bei Tiny PNG reinziehen und kann da gelegentlich noch ein paar Kilobyte sparen. Hier kann es sein, dass wir nicht mehr viel einsparen, da wir schon gute Vorarbeit geleistet haben. Und ja, das zeigt sich hier auch mit 0%. Aber man sollte es trotzdem immer wieder probieren, bevor man ein Foto auf seine Webseite lädt. Das gibt es übrigens auch als WordPress-Plugin. Das ist ganz praktisch, da man sich da nur einmal einen Account machen muss und dann werden die Bilder automatisch komprimiert bei jedem Upload einer Datei. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke.